was talking about leaving. Milk carton, black and white face. Smile vacant for the picture. Parents waiting in the driveway. Ich habe die letzten drei Tage auf jeden Fall nicht gelesen. Ich bin direkt schnell eingeschlafen. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Buch aber zu Ende lesen. Nur noch 30, 40 Seiten. Bin jetzt voll gespannt, was jetzt nochmal am Ende passieren wird. Kommt man gar nicht auf das Ende klar. Das ist so ein Buch, danach fühlt man sich auf jeden Fall erstmal so richtig leer. Kellogg's gegessen habe. Du magst ja so süß. Riecht auf jeden Fall geil. Ne, schmeckt auch noch. Schmeckt auch gut, aber ist es süß? Oh, der ist richtig süß. Ja. War geil. Ich finde den arg süß. Ah, aber oh, ja, das ist schon süß. Ich glaube, ich kann nicht mehr weiter trinken. Same name, same name. Ich habe vor ein paar Wochen die beiden Bücher hier beendet und total vergessen, noch aufzunehmen, was ich überhaupt dazu sage. Mein erstes Buch war, glaube ich, Caraville. Das fand ich richtig gut. 5 Sterne auf jeden Fall. Es ist nämlich voll abenteuerlich, spannend und voller Magie. Caraville ist übrigens ein Spiel, an dem Scarlett seit ihrer Kindheit teilnehmen möchte. Und letztendlich bekommt sie dann endlich eine Einladung. Caraville ist nämlich ein Ort, wo die Wünsche in Erfüllung gehen. Ein Ort voller Magie, ein Ort voller Abenteuer. Aber man darf das Spiel Caraville nicht allzu ernst nehmen. Man muss zwischen Realität und Illusion unterscheiden können. Scarlett reist auf jeden Fall mit Julian und ihrer Schwester Donatella dorthin. Und ja, dort angekommen, verschwindet auch direkt ihre Schwester. Während Scarlett ihre Schwester sucht,
sieht sie eine ganz andere Seite von Caravelle. Etwas Dunkles, Geheimnisvolles. Und es ist einfach so schwer, was die Realität ist. Was ist jetzt Lüge? Was ist die Wahrheit? Wem kann man überhaupt vertrauen? Leute, ich war so verwirrt, aber es ist so gut. Und ich habe es sehr geliebt, wie detailreich Caravelle beschrieben wurde. Es war einfach ein magischer Ort. Ich wäre gerne dort. Hier ist auch übrigens eine Karte von Caravelle. Richtig cool. Ich muss auf jeden Fall die Reihe noch beenden. Ich möchte unbedingt noch Once Upon a Broken Heart lesen, auch von Stephanie Garber. Es steht schon so lange auf meiner Wishlist. Und jetzt im November kommt sie auf Deutsch raus. Ich hatte eigentlich schon abgeschlossen und wollte es auf Englisch lesen, aber jetzt, wo ich halt gesehen habe, dass es auf Deutsch kommt, lese ich es wahrscheinlich doch auf Deutsch. Auf jeden Fall fand ich das Buch richtig toll. 5 von 5. Danach habe ich If He Had Been With Me gelesen. Es war ein etwas schwieriges Buch für mich, weil ich nicht wusste, was ich darüber denken soll. Es hat mich sehr berührt, auf jeden Fall, vor allem das Ende. Ich habe einfach nur noch die Wand angestarrt. Es war einfach nur traurig. Ich glaube, ich hatte halt viel zu viele Erwartungen an dieses Buch und meine Erwartung hat es jetzt nicht zu 100% erfüllt. Ich wollte auch die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht und was passiert, aber irgendwie gefühlt ist nichts passiert. Was ja auch eigentlich nicht schlimm ist, weil ich mag auch sehr viele Bücher, wo jetzt so nicht viel passiert darin. Aber bei dem Buch weiß ich nicht. Nochmal zu dem Schreibstil, fand ich gut, aber da musste ich mich am Anfang auch erst dran gewöhnen. Also hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich so eingegroovt habe. Es geht auf jeden Fall um Finn und Autumn. Die beiden sind seit ihrer Kindheit befreundet, weil ihre Mütter beste Freundinnen sind. Und sie wachsen halt gemeinsam quasi dadurch auf. Die verbringen jede freie Minute gemeinsam. Und ja, bis sich ihre Freundschaft in eine andere Richtung entwickelt. Autumn kann sich das nicht so eingestehen. Und deswegen versucht sie halt Finn zu vergessen. Und man begleitet dann Autumn und Finn, vor allem halt Autumn, ja, soweit ich mich erinnern kann, durch die Schulzeit, Highschool. Es waren für mich auf jeden Fall viel zu wenige Autumn- und Finn-Momente. Man hat halt eher was von Autumn und ihren anderen Freunden was mitbekommen, aber von den beiden gemeinsam hat man viel, viel zu wenig mitbekommen. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte nicht so zu Autumn connecten. Aber ansonsten hat mich das Buch auf jeden Fall auch sehr berührt. Also eigentlich nur das Ende. Ich würde dem Buch eine 3,5 geben. Ich glaube, die Meinungen sind auch sehr gespalten zu diesem Buch. Was ich aber auch verstehen kann. Kommt ja auch noch ein zweiter Band raus. Und in dem zweiten Band geht es dann um Finn. Also seine Sichtweise. Das zu den beiden Büchern auf jeden Fall. Und ich würde sagen, weiter geht's. Brille spiegelt so sehr, deswegen lege ich die jetzt mal beiseite und ich hoffe, ich bin fokussiert. Ich sehe mich nämlich gerade gar nicht. Ich sehe nur verschwommen. Ja, ich habe gestern mit einem neuen Buch angefangen und zwar hatte ich richtig Lust auf Birthday Girl von Penelope Douglas. Ich freue mich voll auf das Buch. Ich habe bereits Punk 57 von ihr gelesen und das Buch fand ich auch richtig gut. Also hat mir auch voll viel Spaß gemacht zu lesen und deswegen habe ich mich voll auf ein weiteres Buch von ihr gefreut. Es sind auf jeden Fall einige Bücher noch von ihr auf meiner Liste, die ich unbedingt mal lesen möchte. Es geht nämlich um Jordan. Sie zieht mit ihrem Freund gemeinsam in das Haus seines Vaters ein. Jordan ist auf jeden Fall 19 und Pike ist der Vater ihres Freundes. So, sie fühlt sich langsam zu ihm hingezogen und er genauso. Und mal schauen, was passiert. Ich habe auch noch nie sowas in der Art gelesen, auch vor allem jetzt nicht mit so einem Altersunterschied oder so. Ich bin gestern schon gut vorangekommen. Ich bin auf Seite 72. Ich bin komplett eingeschlafen auf der Seite. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen habe auf den letzten Seiten.
head upon my shoulder. Ready und bereit fürs Lesen. Oh, ich freue mich richtig auf das Buch. Ich habe gestern auch sehr, sehr viel gelesen. Ich bin bis auf Seite 182 gekommen. Und da ist die ganze Zeit so eine leichte Anspannung, Tension im Buch. Und ich will die ganze Zeit weiterlesen und wissen, wie es sein wird, wie es enden wird. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ungefähr gesagt hatte, um was es geht. Den ich richtig unsympathisch in diesem Buch finde, ist Cole. Also den mag ich überhaupt nicht. Der nervt mich einfach nur. Es ist Jordans Freund übrigens. Jordan, die Arme, die tut mir einfach nur leid. Sie wird von jedem gefühlt im Stich gelassen und versucht einfach auf ihren eigenen Beinen zu stehen die ganze Zeit. Sie versucht halt alles mit sich selbst so auszumachen. Sie möchte für niemandem eine Last sein und tagsüber studiert sie halt und abends arbeitet sie bis in die Nacht in einer Bar, so während Cole, ihr Freund, gar nichts macht und nur am Feiern ist. Und da ist dann halt auch sein Vater, Pike, voll im Geschehen und er fühlt sich bei Jordan richtig wohl und blüht so richtig auf bei ihr. Und Jordan fühlt sich halt auch so. Sie mag ihn, aber beide wissen halt, es ist ein bisschen nur schwer gerade. Nicht nur halt wegen des Altersunterschiedes, sondern er denkt sich, ja gut, sie ist die Freundin von meinem Sohn und sie denkt sich, er ist der Vater von meinem Freund. Das Buch ist übrigens auch aus beiden Perspektiven geschrieben, einmal aus Jordans und einmal aus Pikes. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt noch schnell einen Kaffee und dann wird weitergelesen. Ich habe hier zwar noch ein bisschen was drin, also mehr als die Hälfte, aber mein Kaffee ist schon viel zu kalt geworden, deswegen mache ich jetzt noch einen neuen. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so that'll never see their faces. Except for on the internet, where I'll never really know what's going on, but I miss mine. I mean, I guess I could check in once in a while. There's pain in the struggle, and there's beauty in the pain. Love is a struggle. I guess there's beauty in everything. There's peace in a heartbreak, and there's fire in the rain. So if everything means nothing these days, baby, then let it rain on me. Jetzt wird gefrühstückt und zwar gibt es Ei mit bisschen Gemüse, also Zucchini, Tomaten und Champignons und Protein-Wraps und dazu noch Oliven und Burrata. Ich habe gestern Abend bzw. heute Nacht das Buch hier beendet. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang so meine Bedenken, ob das was für mich ist wegen der Age Gap. I mean, sie ist 19 und er 38. Aber ich fand das Buch eigentlich ganz amüsant. Ich würde, glaube ich, eine 3,5 geben. Ich fand das Buch an manchen Stellen zu flach, aber ich glaube, bei solchen Büchern geht es eigentlich eher um den Spice-Anteil und ja, also falls man überhaupt keine Spicy-Bücher liest, dann ist das, glaube ich, auch nichts für einen. Aber ansonsten mag ich ihren Schreibstil sehr. Ich habe es verschlungen, also man hat es super schnell gelesen. Macht ihr eigentlich diese Sticker ab? Ich weiß, das sieht nie gut aus da drauf, aber ich vergesse es einfach immer. Oh nein, jetzt sieht es blöd aus. War auf jeden Fall auch sehr, sehr slow burn. Aber ich habe diese Tension zwischen den beiden
gemocht. Also da war die ganze Zeit so knistern in der Luft zwischen den beiden und von Anfang an nicht. Was mich halt nur manchmal so genervt hat, war Jordan. Ich habe das Gefühl gehabt, die Autorin wollte sie so voll reif rüberbringen. Ich meine, sie hat auch viel erlebt und musste auch früh erwachsen werden. Und deswegen war sie auch reif für ihr Alter. Fand ich manchmal halt gar nicht. Nee. Auf jeden Fall hat es nicht so ganz funktioniert, finde ich jetzt persönlich. Ich meine, sie ist auch halt 19. Auf jeden Fall hat es mir trotzdem Spaß gemacht zu lesen. Ich hatte amüsante Lesestunden. Ich meine, jetzt habe ich hier so einen Klebestreifen. Was passiert davon, wenn ich das mal abmache? Wirklich. Auf jeden Fall ging es dann heute Morgen direkt weiter mit One of Us is Lying. Schon auf Seite 100 und ich finde das Buch richtig gut. Also es ist super spannend und man fliegt nur so durch die Seiten. Es ist super easy geschrieben. Man will die ganze Zeit wissen, okay, was war jetzt und wer war es? Und das Ganze spielt auf jeden Fall an der Bayview High. In dem Buch geht es auf jeden Fall um 5 Schüler, die gemeinsam nachsitzen müssen. Bronwyn, spricht man ihren Namen so aus? Also auf jeden Fall Bronwyn, Eddie, Nate, Cooper und Simon. Auf jeden Fall sind alle 5 in einem Klassenraum und plötzlich fängt Simon an zusammenzubrechen, fällt auf den Boden, kriegt keine Luft und stirbt dann später im Krankenhaus. Auf jeden Fall muss jetzt die Polizei wegen Mordes ermitteln und die 4, die mit ihm im Klassenzimmer waren, werden natürlich verdächtigt. Und ihr müsst wissen, Simon war jetzt nicht der beliebteste auf der Schule. Er hat nämlich eine Gossip-App, also hat mich auch voll an Gossip Girl erinnert und er exposed alle Skandale in dieser App. Er erwähnt halt quasi nicht direkt die Namen, sondern immer die Initialen, aber das reicht, man weiß immer, wer gemeint ist. Und Simon hatte anscheinend auch einen skandalösen Post für den nächsten Tag geplant gehabt, deswegen haben halt alle 4, die mit ihm nachsitzen mussten, ein Motiv, ne? Wer war es jetzt? Ich bin deswegen so gespannt. Ich hatte jetzt schon alle im Visier und dachte, okay, sie war es, er war es, sie. Man hat halt wirklich 4 POVs, außer von Simon, der halt gestorben ist. Und dann halt auch immer mit der Uhrzeit und dem Tag. Also es ist super interessant gemacht. Und so fängt das Ganze auch direkt an. Was ich mir halt auch denke, so, es wäre doch viel zu auffällig, wenn das jemand von denen wäre, oder? Auf jeden Fall gibt mir das so richtige A Good Girl's Guide to Murder Vibes. Also, als ich damit angefangen habe, musste ich direkt an die Reihe denken. So, so cool gemacht. Vor allem, weil ich auch bei dem Buch immer so mitgefiebert habe und die ganze Zeit auch so voll in diesem Fall war. Wer könnte es sein? Bei dem Buch ist es halt genauso. Also, es ist richtig cool gemacht. Ich merke schon, es wird ein richtig gutes Buch. Das merke ich jetzt schon. Ich fand es so, so gut. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es ist einfach ein richtig guter, spannender Jugendkrimi, Highschool-Krimi. Ich habe das Buch wirklich verschlungen. Vor allem, man ist auch die ganze Zeit am Miträtseln. Und falls ihr Lust auf so einen Jugendkrimi habt, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Ansonsten war es das mit dem Reading-Vlog. Habt ihr eines dieser Bücher gelesen? Wenn ja, schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Falls der Reading-Vlog euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Ich habe euch lieb, fühlt euch gedrückt. Love you!